Das Leben eines Bischofs besteht zu einem ganz großen Teil aus Begegnungen und das ist wirklich bereichernd und schön. Viele solcher schönen Begegnungen hatte ich in den Philippinen im letzten Winter, als ich einen Mitbruder, einen Bischof besuchte. Er lud mich ein, in sein Bistum zu kommen und Sorgen und Nöte und Freuden zu teilen. Eine Begegnung ist mir besonders geblieben, und zwar diejenige mit den Schwestern, die ein Kleinkinderheim, so könnte man sagen, betreuen. Und dieses ist ein Projekt der Jubla Jungwacht Blauring über Fastenopfer. Die Schwestern hatten keinen Raum und nichts. Sie suchten etwas für die Kinder und ihre Eltern. Dann gingen sie in eine Kirche und sagten, ist das eine schöne Kirche und ist das eine schöne Sakristei? Aber der Priester, der braucht nur einen Quadratmeter, um sich umzuziehen. Also haben sie die Sakristei zu einem Lebens-, Lern-, Jugend-, Kinder- und Gebetsraum umgebaut. Und was machen die Schwestern da? Sie kombinieren Katechese mit Rechnen und sie kombinieren Leben, Gemeinschaftsleben mit religiösem Leben zusammen. Eine wunderbare Erfahrung, alles auf ganz einfachem Niveau, aber Schwestern und Kinder und Mütter und Väter sind zufrieden. Eine der Begegnungen, die ich erlebte, war anlässlich der Einweihung der Kathedrale hier in Solothurn. Hier gab es Begegnungen, vor allem am Nachmittag, mit allen möglichen Menschen von allen Gebieten des Bistums. Und da habe ich gemerkt, wie sehr doch die Leute Freude haben, dass wir jetzt wieder eine eigene, unsere diözesane Kathedrale haben. Und diese Freude haben sie Ausdruck gegeben durch das Mitfeiern der Vesper und durch das Zusammensein nachher auf dem Vorplatz. Begegnungen sind das A und O praktisch des bischöflichen Lebens und Dienstes, weil in der Begegnung sich zeigt, für wen ich Bischof bin, nämlich für die Menschen im Bistum. Thank you.